Hallo, ich begrüße euch bei uns an der Schule, heute zum Thema Handwerkzeuge des Schreiners. Ich möchte euch als erstes die Handwerkzeuge vorstellen, die bei uns in der Werkzeuglade in der Hobelbank untergebracht sind. Wir schauen die Handwerkzeuge an, so wie sie in der Werkzeuglade sind, nicht nach der Verwendung, sondern nach der Unterbringung. Als erstes haben wir die Raspel und die Holzfeile. Die Raspel gut zu erkennen an dem groben Hieb, nennt man auch Pockenhieb. Die Feile ist das feinere Werkzeug. Wir verwenden die Feile nur für Holz, deswegen sprechen wir auch von der Holzfeile. Würde man damit auch Metall bearbeiten, wäre sie schnell fürs Holz zu stumpf. Die nächste Gruppe sind die Stechbeitel. Hier haben wir 8 Stück in der Hobelbank in unterschiedlicher Größe. Hier haben wir die Winkel in 3 unterschiedlichen Größen. Klein, mittel, groß. Dieser Winkel, der rechte Winkel, wird nur als Winkel bezeichnet. Das nächste Werkzeug ist die Schmiege. Ein verstellbarer Winkel. Und das Gärmaß mit 45 und 135 Grad. Der erste Hobel zählt zu den Fausthobeln oder Handhobeln und ist gut zu erkennen an dem schmalen Hobelkasten und dem runden Eisen. Der zweite Handhobel hat ein Einfacheisen, die gleiche Größe, aber einen breiteren Hobelkasten. Der dritte Hobel ist der Doppelhobel. Hier sieht man den Unterschied Eisen mit Klappe, von der Größe gleich wie der Schlichthobel. Der letzte der 4 Handhobel ist der Putzhobel. Er ist kürzer, hat ebenso ein Doppeleisen. Das nächste ist der einfache Simshobel. Erkennt man an der schmalen Breite und das Eisen ist über die ganze Hobelsohlenbreite ohne Wange rechts und links. Hier der einfache Simshobel ohne Klappe. Hier der doppelte Simshobel mit Klappe. Auch leicht zu erkennen durch die verstellbare Hobelsohle. Über diese Schraube können wir die Hobelsohle verstellen. Und somit ist auch von oben auch leicht zu erkennen, einfacher Simshobel, doppelter Simshobel. Der größte Hobel bei uns in der Hobelbank ist die Raubank. Man braucht den Hobel zum Abrichten von Flächen und Fügen von Kanten. Als nächstes haben wir das Streichmaß zum Anreißen parallel zu einer Kante. Das ist die Beißzange, Kneifzange oder Kantenzange. Das nächste Werkzeug ist die Feinsäge, in dieser Version gekröpft und umlegbar. Die nächste Säge ist die Furniersäge. Man erkennt sie gut an der kurzen Länge und an der runden Bauform. Das nächste Werkzeug ist die Zieglinge. Sieht aus wie eine dünne Blechscheibe und zu dem Anziehen des Grates der Zieglinge braucht man den Zieglingenstahl. Er sieht von der Form aus wie eine Dreikantfeile, ist aber glatt poliert und hat keinen Hieb. Dann haben wir in der Hobelbank 2 Sägefeilen, eine kleinere und eine etwas größere Sägefeile. Das sind Dreikantfeilen mit einer abgeflachten Kante, um die Handsägen zu schärfen. Das nächste Werkzeug ist der Reißzirkel. Er heißt Reißzirkel, weil er 2 Spitzen hat und auf dem Werkstück einen Riss hinterlässt. Also zum Anreißen von Bögen und Kreisen. Nun der Spitzbohrer. Spitzbohrer braucht man zum Vorstechen von Löchern. Hier in viereckiger Version, damit man die Löcher auch etwas ausweiten kann.
Die nächste Gruppe sind Schlitzschraubendreher und Kreuzschlitzschraubendreher. Das nächste Werkzeug ist der Senkstift. Man erkennt ihn, da die Spitze abgeflacht ist. Nicht zu verwechseln mit dem Körner, der angespitzt ist. Dann den Krauskopf ist ein Handsenker mit sehr groben Zähnen. Zum Stemmen mit den Stechbeiteln haben wir hier den Klüpfel, den Holzhammer. Bei uns gehört die Japansäge, hier die Ryoba-Säge, standardmäßig zur Ausrüstung in der Hobelbank. Als letztes haben wir den Schreinerhammer, klein und groß. Hier noch die Seitenbankhaken. Sie zählen zur Hobelbank und sind auch in der Werkzeuglade, sind aber nicht direkt ein Werkzeug. Hier noch Schleifkork und Schleifklotz, einmal weich und einmal hart. Das waren jetzt alle Werkzeuge. Jetzt muss alles wieder in die Bank. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen der Werkzeugnamen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.